بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Liebe Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Würde mal gerne wissen, wie ich hier die Kommentare einschalten kann, aber ist ja egal, spielt keine große Rolle. Ich wollte euch etwas ganz, ganz Schönes zeigen, ehrlich gesagt. Ein Bruder, den ich seit 2019 kenne, der Anfang 20 ist und auch durch meine Dawa sozusagen den Weg gefunden hat. Also, ein Bruder, der Anfang 20 ist und auch durch meine Dawa sozusagen mit den Weg gefunden hat, den ich schon seit Jahren kenne, mit dem ich schon in mehreren Moscheen war, der auf dem Boden in den Moscheen geschlafen hat, möge Allah ihn belohnen. Ein sehr einfacher Bruder ist, der mit einem Rucksack so durch die Welt ziehen kann. Ich will ihn nicht zu viel loben. Er sieht sehr einfach aus. Keiner traut ihm was zu, wenn man ihn sieht. Und da bin ich manchmal bei Vorträgen und dann fängt, und ich habe ihn mit dabei im Hintergrund. Und ich kann mich dann zum Beispiel an einen Bibelvers nicht erinnern und dann sagt er von meinen Videos, hat er dann den Bibelvers im Kopf. Das sind so Sachen, die mich besonders freuen. Der hat ein Projekt gemacht und er möchte gerne, dass jeder Mensch in Deutschland durch dieses Projekt zum Islam eingeladen wird. Und dafür hat er seit Jahren, war er an Sachen am Arbeiten, hat mich auch immer wieder konsultiert, um Rat gefragt. Ja, und da hat er jetzt eine Broschüre gemacht und die Idee ist, diese Broschüre sozusagen, was passiert nach dem Tod für Nichtmuslime, jedem Nichtmuslim eine zu geben. Ja? Stellt euch mal vor, wir haben in Deutschland 81 oder 84 Millionen Einwohner. Ja? Und sagen wir mal, jeder Haushalt bekommt einen. Stell dir mal vor, 20 Millionen. So ein Flyer, so eine Broschüre, die hat hier insgesamt 1, 2 Doppelseiten hier. Hier steht, warum ist diese Frage wichtig? Gott existiert, Fragezeichen. Da wird kurz erklärt, warum es Gott geben muss. Dann die nächste Seite. Hier, wie erkenne ich die Wahrheit? Der Koran kommt von Gott, prüfe es selbst. Ja? Also 2 Doppelseiten. Und dann die dritte Doppelseite. Eine Botschaft an dich. Und mach dir dein eigenes Bild. Und dann hinten nochmal auf schöne Art und Weise die Internetseite. Wenn man dieses, und das heißt, wenn man diese Sache unterstützt, wer weiß, wie viele Menschen dadurch den Islam annehmen können. Damals gab es ja dieses Lease-Projekt und das war auch die Idee, jeden Menschen in Deutschland zu erreichen. Hier ist es halt so, dass bestimmte Themen, die gerade für Nichtmuslime wichtig und ansprechend sind, aus dem Koran herausgezogen werden und in einer modernen Sprache für die Menschen dargestellt werden, um auf diese Frage, was passiert nach dem Tod, gibt es einen Gott, warum ist der Koran das Wort Gottes, warum können wir uns auf den Propheten Mohammed verlassen, dass er wirklich ein Prophet ist, das wird halt hier in kurzer Form zusammengefasst, ja. Und das ist echt super gemacht, auch sehr ansprechend, riecht auch gut, ja. Also ich bin sowas von begeistert. Also warum ist diese Frage wichtig? Ja, so fängt es an. Täglich sterben etwa 150.000 Menschen, du wirst ihnen folgen. Bist du danach für alle Ewigkeit tot? Was passiert in dieser Ewigkeit? Fragezeichen. Jede Behauptung braucht einen Beweis. Für 1 plus 1 kennen wir nur ein einziges Ergebnis, 2. Für das, was nach dem Tod mit uns passiert, gilt das Gleiche. Es kann nur eine einzige universelle Wahrheit geben. Stell dir vor, du legst dich in dein Bett, morgens wachst du auf und spürst, du bist in einem fahrenden Zug. Du sitzt in der ersten Klasse mit schöner Aussicht und leckeren Essen. Aber kannst du diesen Luxus genießen? Nein. Nicht bevor du weißt, warum bin ich hier? Wer hat mich hier reingesetzt? Wohin fährt dieser Zug? In diesem Zug sitzen wir alle. Er heißt Leben. Würden wir ein Pferd betäuben, in den Zug setzen und Fressen hinstellen, würde es aufwachen zufrieden sein.
Doch du als Mensch, der einen Verstand besitzt, hat diese drei Fragen in dir verankert. Warum lebe ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich nach dem Tod? Nun erhältst du rational prüfbare Beweise, dass es nach deinem Tod weitergeht und nicht das ewige Nichts auf dich wartet. Jetzt kommt ein Koranvers, also ungefähre Übersetzung. Glaubt ihr denn, dass wir euch zu einem sinnlosen Spiel erschaffen hätten und dass ihr nicht zu uns zurückgebracht würdet? Sura 23, Vers 115. Doch Gott existiert. Die Wissenschaft beweist, das Universum hatte einen Anfang. Ja, hier sieht man das dann hier. Seht ihr das? So schön gemacht mit dem Design. Das Universum hatte einen Anfang. Wir haben vier Optionen für diese Entstehung des Universums. Erstens, es entstand aus dem Nichts. Wenn ich dir ein bisschen nichts gebe, hast du nicht etwas. Das heißt, das ist die Widerlegung davon. Das heißt, aus nichts kommt nichts. Zweitens, es erschuf sich selbst. Auch das ist nicht möglich. Das Universum müsste existieren und gleichzeitig nicht existieren. Kann sich eine Mutter selbst zur Welt bringen? Drittens, es hat einen Erschaffer, der auch einen Erschaffer hat. Auch dies ist nicht möglich. Wer erschuf dann den Erschaffer vom Erschaffer? Wir können unendlich weiterfahren, kämen nie im Hier und Jetzt an. Viertens, es hat einen Erschaffer, der selbst nicht erschaffen wurde, das heißt ohne Anfang und Ende. Dies ist die einzige logische Option, damit wir im Hier und Jetzt ankommen. Und jetzt wird wieder ein Koranvers zitiert. Oder sind sie durch nichts erschaffen worden oder sind sie gar selbst die Schöpfer? Suche 52, Vers 35, Sura Tur. Fragst du dich, wie Gott unerschaffen sein kann? Stell dir vor, ein Erfinder baut eine Maschine. Ist diese Erfindung an die Gesetze seiner Maschine gebunden? Nein. Und selbiges gilt für Gott. Er wirkt außerhalb von Raum und Zeit und ist davon unabhängig. Schauen wir auf den Urknall. Eine unkontrollierte Explosion bringt niemals Ordnung. Explodiert eine Granate im Wohnzimmer. Finden wir daran Ordnung vor? Niemals. Wer also hat das Universum geordnet? Unser perfektes Universum beweist, es hat jemand erschaffen, der allwissend, allmächtig und allumfassend sein muss. Er kann kein menschenähnliches Wesen sein. So, jetzt kommt die nächste Frage auf der nächsten Seite. Seht ihr dann wieder? Hier. Schön mit diesem Design. Wie erkenne ich die Wahrheit? Können wir uns selbst vorstellen, wer Gott ist? Stell dir vor, du sitzt mit deiner Familie zu Hause, es klopft an der Tür. Du glaubst, es könnte dein Vater sein. Jemand anders glaubt, es könnte dein Nachbar sein. Doch nur derjenige, der hinter der Tür steht, kann sagen, wer er ist. Genauso muss Gott von sich aus offenbaren, wer er ist und was er möchte. Deshalb benötigen wir seine Botschaft, auch damit wir einen objektiven Maßstab haben, was moralisch richtig und falsch ist. Wir wissen, dass es viele verschiedene Religionen gibt. Betrachten wir diese genau, fallen uns zwei Dinge auf. Jede Religion beansprucht für sich, die Richtige zu sein. Jede Religion unterscheidet sich von all den anderen, sodass nicht alle richtig sein können. Jetzt kommt die nächste Frage. Welche Bedingungen muss demnach die einzig wahre Religion erfüllen? Erstens, sie muss jedem Menschen zu jeder Zeit, an jedem Ort eine Möglichkeit offen halten, den Sinn seiner Existenz zu erfüllen. Die wahre universelle Religion kann nicht an Menschen oder Völker gebunden sein. Die Hingabe an den Willen Gottes heißt übersetzt Islam. Sogar Menschen, die noch nie vom Islam hörten, können das Paradies erhalten, sofern sie an Gott einzig und allein glaubten. Ausnahmslos, alle Propheten überbrachten den Menschen die Botschaft. Bete Gott alleinig an und unterlasse es, die Schöpfung anzubeten. Seien es Götzen, Menschen, Geld oder Ideologien. Zweitens, sie muss, also diese Religion, welche Bedingungen die haben muss, sie muss auf unverfälschten Quellen basieren. Menschen verfälschen die früheren Schriften Gottes für eigene Interessen, Widersprüche und Fehllehren entstanden. Zum Beispiel behaupten Christen, Jesus sei Gott. Allerdings war Jesus müde, hatte Hunger und betete selbst zu Gott mit dem Gesicht zu Boden. Er trug einen Bart und seine Mutter Maria bedeckte ihre Reize. Er war Muslim, übersetzt Gottergebener. Andere beten Buddha an, aber weder Jesus noch Buddha beanspruchten für sich die Göttlichkeit. Und sie haben auch nicht das Recht, angebetet zu werden.
Gott schickte den letzten Propheten Mohammed, um die Urreligion aller Propheten in vollendeter Form wiederherzustellen. Der Koran bleibt für immer unverfälscht. Darin sagt Gott, Sure 15, Vers 9, gewiss, wir sind es, die wir die Ermahnung offenbart haben und wir werden wahrliche Hüter sein. Seit über 1400 Jahren überliefern Menschen den Koran mündlich und schriftlich. Nach Schätzung beherrschen über 100 Millionen Muslime auswendig. Niemand schafft es je, einen einzigen Vokal zu verfälschen. Manuskripte aus der Zeit des Propheten stimmen mit dem heutigen Koran komplett überein. Jetzt, der Koran kommt von Gott, überprüfe es selbst. Jesus heilte Kranke und Moses teilte das Meer, doch diese Wunder können wir heute nicht mehr nachweisen. Der Koran dagegen ist ein bleibendes Wunder. Er enthält prüfbare Beweise für seinen göttlichen Ursprung. Viele entdeckten wir erst durch moderne Technik. Schon vor 1400 Jahren sagte der Koran, dass die Erde kugelförmig ist, Sure 39, Vers 5. Die Erde sieben Schichten hat, Sure 65, Vers 12. Der tiefste Punkt der Erde am Toten Meer ist, Sure 30, Vers 3. Berge wie Pfähle in der Erde stecken, um die Erdplatten zu festigen, Sure 31, Vers 10. Sonne und Mond sich in einer Umlaufbahn bewegen, Sure 36, Vers 40. Eisen ursprünglich aus dem Weltall kommt, Sure 57, Vers 25. Das Universum sich ausdehnt, Sure 51, Vers 47. Das Universum Ursprung eine zusammenhängende Masse war, Sure 21, Vers 30. Alles Lebendige aus Wasser besteht, Sure 21, Vers 30. Der vordere Gehirnteil aktiv am Lügen beteiligt, Sure 96, Vers 16. Sich der Embryo in Stufen entwickelt, die der Koran genau beschreibt, Sure 23, Vers 14. Woher sollte ein Analphabet, der vor 1400 Jahren in der Wüste lebt und nie eine Schule besucht hat, diese Dinge wissen? Diese Wunder waren leicht verständlich. Noch gewaltigere Wunder, die jeglichen Zweifel am Koran auslöschen, kannst du prüfen unter www.wasdanach.de. Eine Botschaft an dich. Mohammed war der... Hier, und dann seht ihr das wieder mit dieser Brücke hier. Das schöne Design. Absolut super. Und überleg mal, so einen Koran zu drucken mit 600 Seiten ist ja viel kostenaufwendiger, als so eine kleine Broschüre zu drucken. Das heißt, wir können, oder was heißt wir, ihr könnt dafür sorgen, dass in kurzer Zeit diese Broschüre in ganz Deutschland verbreitet wird und auch Muslime gefestigt werden. Mohammed war der letzte, eine Botschaft an dich, Mohammed war der letzte aller Propheten. Gott sandte ihn zur gesamten Menschheit, auch zu dir. Vergiss daher nicht, bevor du stirbst, folgenden Satz zu sagen. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer der allmächtige Gott, und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Dies ist deine einzige Rettung vor der ewigen Hölle und der Schlüssel zum Paradies im Jenseits. Hat diese Broschüre in dir ein Gefühl des Staunens über Gott erweckt oder dich sogar verwirrt? Bitte Gott aus der Tiefe deines Herzens darum, dich zum richtigen Weg zu führen. Du wirst Frieden im Herzen erhalten und ein glückseliges Leben führen, in diesem und im nächsten Leben. O Herr, zeige mir die Wahrheit, und jetzt gibt es Bittgebete, die hier beigebracht werden. O Herr, zeige mir die Wahrheit als wahr und hilf mir, sie zu befolgen. Zeige mir das Falsche als falsch und hilf mir, davon Abstand zu nehmen. Dann noch ein Hadith des Propheten. Wer sich nicht den Kleinen erbarmt, den Alten keine Achtung schenkt, zum Guten nicht aufhört, nicht das Schlechte verwehrt, gehört nicht zu uns. Nächster Hadith. Wer sich satt isst, während sein Nachbar hungrig ist, ist kein wahrer Gläubiger. Gebt dem Arbeiter seinen Lohn, bevor sein Schweiß getrocknet ist. Das sind alles so Hadithe, extra schöne Hadithe, um die Menschen anzusprechen, neugierig zu machen. Das Spenden verringert das Vermögen nicht. Dann, wer an Gott und den jüngsten Tag glaubt, soll Gutes sprechen oder schweigen. Jetzt, Abschluss. Mach dir ein eigenes Bild. Der Islam ist die schnellst wachsende Religion weltweit. In unserer Gesellschaft besteht ein verzerrtes Bild dieser Religion, sei es aufgrund von Unwissenheit oder Hetze in den Medien. Misst den Islam an dem, wozu er aufruft, nicht am Fehlverhalten einiger Muslime. Mach dir ein eigenes Bild, denn es geht um deine Ewigkeit. Jetzt kommen wieder einige Verse aus dem Koran. Wer aber als Religion etwas anderes als den Islam, die Unterwerfung unter dem Willen Gottes in Klammern, begehrt, so wird es von ihm niemals angenommen und im Jenseits wird er zu den Verlierern gehören. Sure 3, Vers 85. Und nächster Vers, und wir haben den Himmel und die Erde und das, was dazwischen, nicht umsonst erschaffen. Das ist die Meinung derjenigen, die ungläubig sind. Doch wehe denen, die ungläubig sind vor dem Höllenfeuer. Sure 38, Vers 27.
So. Oder sollen wir etwa diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, den Unheilstiftern auf der Erde gleichstellen? Oder die Gottesfürchtigen den Lasthaften? Sura 38, Vers 28. Dann, ist denn jemand, dessen Brust für den Islam auftut, so, dass er sich nach einem Licht von seinem Herrn richtet, einem beharrlichen Ungläubigen gleich? So wehe denen, deren Herzen gegen Allahs Ermahnung verhärtet sind. Sie befinden sich in deutlichem Irrtum. So 39, Vers 22. Themen wie, jetzt wird weiter sozusagen schmackhaft gemacht, wie, warum lässt Gott Leid zu, warum wird der Islam bekämpft, fördert der Islam Terrorismus, Rolle der Frau im Islam, findest du auf www.was-danach.de. Herausgeber Copyright, das wurde halt über Deutschsprachige Muslimische Gemeinschaft e.V., Hamburger Straße 283, 38114 Braunschweig, Web www.dmg-bs.de, Telefon 0176 66 92 6213, Mail kontakt@dmg-bs.de. Und das dazu. Jetzt ist mir natürlich klar, was passieren wird. Es ist mir natürlich, weil ich habe Erfahrung. Jetzt, nachdem diese Broschüre gemacht worden ist, sitzen jetzt da draußen ganz viele. Warum habt ihr nicht noch das und das gemacht? Warum habt ihr nicht lieber das und das so und so gesagt? Warum habt ihr nicht so und so und habt ihr nicht und das hättest ihr lieber so gemacht, das hättest ihr, pass auf. Ich will sowas nicht hören, damit du Bescheid weißt. Mach deine eigene Sache und wenn die gut ist, schick die mir, dann machen wir Werbung dafür. Diese Leute haben sich seit Jahren große Mühe gegeben dafür, ja, für das Design und für alles. Und wir haben keinen Bock auf Besserwisser, die noch nie etwas gerissen haben. Habe ich keinen Bock drauf. Ich bin stolz auf diese Brüder. Möge Allah die segnen und möge Allah diesem Projekt Erfolg geben. Und möge Allah durch dieses Projekt Millionen von Nicht-Muslimen in Deutschland zum Islam führen und Hunderttausende von Muslimen in Deutschland, Österreich und der Schweiz den Iman stärken. Das ist meine Botschaft. Verbreitet dieses Video, macht Werbung dafür, hier, überall auf euren Seiten, Instagram, Facebook, TikTok, was weiß ich. Ich wünsche euch was. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.